Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank auch dafür, dass du dieses beeindruckende Zeugnis mit uns teilen möchtest, welches wir neulich schon im Seminar thematisiert hatten. Es gibt nur wenige Geschichten, die mir so viel Gänsehaut bereitet haben wie deine. Erzähl unseren Zuschauern doch bitte von deiner Reise. Also Andreas, wie ich schon oft gesagt habe, bin ich dir unendlich dankbar für deine Hingabe, die du in die Forschung zur Entdeckung von CDL gesteckt hast. Und dafür, dass du denjenigen von uns, die auf die eine oder andere Weise den Abgrund erreicht haben und keinen Ausweg mehr gesehen haben, eine Chance gegeben hast. Nach meinen 52 Chemobehandlungen, dem ganzen Prozess und all den Dingen, die man mir empfohlen hat, die mir aber nichts gebracht haben. Erzähl uns gern die ganze Geschichte. Fang ruhig von vorne an. Okay, na dann. Alles begann 2013, als ich zu Hause gestürzt bin. Mein Knie ist stark angeschwollen und ich wurde ins Krankenhaus gebracht, weil man dachte, es sei eine Fraktur. Bei den Röntgenaufnahmen, die gemacht wurden, um herauszufinden, welche Art von Bruch ich hatte, hat man festgestellt, dass es sich um einen Tumor handelte, der sich im hinteren Teil des Knochens festgesetzt hatte. Ich hätte mir nie im Leben vorstellen können, dass mich ein Krebs oder eine solche Krankheit treffen würde. Manchmal denkt man einfach, man sei immun im jungen Alter. Aber nein. Dann habe ich also die Diagnose bekommen und 2014 mit Chemos angefangen. Das hat mir schrecklich zugesetzt und ich habe extrem abgenommen. Es ging mir wirklich schlecht. Während der Chemotherapie wurde mir vor der Kniegelenksprothese ein Stent gesetzt. Ich hatte einen Rückfall wegen einer Magen-Darm-Infektion. Dann lag ich erst mal mehrere Tage auf der Intensivstation und habe 3 Bluttransfusionen bekommen. So krank war ich. Das ist damals in Cali, Kolumbien, passiert. Ich hatte einen ausgezeichneten Onkologen, der damals mein Bein gerettet hat. Nach all dem, was schon passiert war, nach der Chemotherapie, nach der ich angeblich schon wieder gesund war, kam ich zurück nach Bogotá, um mein Leben zu leben und all das zu vergessen, was ich dort durchgemacht hatte. Als ich hier ankam, habe ich nach einiger Zeit am 7.9.2015 geheiratet und bekam dann leider einen Rückfall. Sie brachten mich also erneut ins Krankenhaus und der Onkologe, der mich zu behandeln begann, sagte mir, dass es sich um eine Metastase im Gewebe handelte, die sich schon auf beide Wadenbeine und den Muskel ausgebreitet hatte. Ich hatte also eine riesige Masse in meinem Bein und deshalb musste es amputiert werden. Das war am 30. September. An diesem Tag endete meine Ehe, meine Jobs waren weg und alles, was ich hier in Bogotá erreicht hatte, war kaputt. Meine Hoffnungen und mein Lebenswille waren dahin. Ich wollte sterben, das war unglaublich schwer für mich. Es kam wirklich alles zusammen. Ich stand ohne Job und ohne Ehe da, hatte eine Metastase und der Arzt hat mir Krebs im Stadium 4 diagnostiziert. Es wurden alle möglichen Tests durchgeführt, um zu überprüfen, ob ein lebenswichtiges Organ betroffen sei. Und in der Tat waren zu diesem Zeitpunkt alle lebenswichtigen Organe verschont geblieben. Vor der Operation haben sie anhand von Kontrastmitteln noch einmal sicherstellen wollen, dass ich keine Metastasen an anderer Stelle hatte, sondern es sich nur um lokale Metastasen handelte. Um die Operation, die Szintigraphie, das MRT und alle anderen Untersuchungen durchführen zu können, haben sie einen Schwangerschaftstest mit mir gemacht und der war negativ. Eine Weile später, im Dezember, war ich bereits Morphium- und Methadonsüchtig. Ich nahm Methadon oral ein, bekam Morphium über eine Pumpe injiziert und habe um Sterbehilfe gebeten. In meinem damaligen Zustand dachte ich nicht, dass mein Leben noch irgendetwas wert sei.
Nach all diesen Qualen kaufte mir meine Familie, meine Mutter, lange Kleider, damit die Leute nicht bemerkten, dass ich amputiert war und mich komisch anschauten. All das hat mein Selbstwertgefühl noch weiter gesenkt, weil ich mich darauf reduziert gesehen habe, ob mich jemand verhöhnt oder nicht. Außerdem habe ich allergisch auf meine Medikamente reagiert. Ich habe offene Stellen am Körper bekommen, mein Gesicht ist angeschwollen und natürlich sind mir auch noch die Haare ausgefallen. Also hatte ich eine Mütze und eine Perücke auf, damit keiner meine Glatze sehen konnte. Zusätzlich hatte ich eine Maske auf, um mir keine Viren einzufangen. Das lange Kleid hatte ich an, um die Prothese zu verstecken und, wegen der Kälte in Bogotá, noch eine Jacke darüber. Du kannst dir sicher vorstellen, wie ich aussah. Meine Schwester ist dann mit mir in ein Einkaufszentrum gegangen, um ein bisschen herumzulaufen und mich abzulenken. Und dort habe ich ein sehr selbstbewusstes Mädchen gesehen, auch eine Amputierte, die an nur einer Krücke ging, sehr hohe Absätze trug und einen gut aussehenden Gentleman an ihrer Seite hatte. Da habe ich mir gedacht, wow, ich sterbe an meinen Komplexen und meine Depression ist so groß, dass sie meine Pathologie sogar noch verschlimmert. Ich sterbe ganz allein, weil ich ganz allein sterben will. Das war schrecklich für mich. Ich versuchte, aus diesem tiefen Sumpf herauszukommen, weg von dem Abgrund, vor dem ich stand, und ging deshalb zurück an meinen alten Arbeitsplatz, dem Bezirksgesundheitssekretariat von Bogotá, und bat den Sekretär um eine Chance. Die habe ich auch bekommen. Und bei den Arbeitsuntersuchungen, die sie durchführten, damit ich wieder im Sekretariat arbeiten konnte, stellten sie fest, dass ich schwanger war. Daraufhin habe ich mit den Onkologen gesprochen. Diese rieten mir zu einer Ultraschalluntersuchung, um auszuschließen, dass es eine Krebserkrankung sein könnte, die wie eine Schwangerschaft aussah. Statt eines Babys hätte es sich nämlich um einen neuen Tumor in meinem Bauch handeln können. Also habe ich einen Ultraschall machen lassen. Und da war ein wohlgeformtes Baby zu sehen, mit einem kleinen Köpfchen. Man konnte seine kleinen Hände und Füße schon erkennen und ich habe mich verliebt. Ich beschloss, mir selbst eine Chance zu geben und habe Gott gebeten, mir die Möglichkeit zu geben, weiter für dieses kleine Leben zu kämpfen. Ich fragte mich, warum diese Schwangerschaft, warum ein Kind bekommen, wenn ich doch im Sterben liege? Und als ich den Onkologen aufsuchte und ihm sagte, dass ich schwanger sei, sagte er, Sie müssen die Schwangerschaft abbrechen. Er war so unhöflich und grausam zu mir. Also beschloss ich, den Arzt zu wechseln. Auch der nächste Onkologe hat mir gesagt, dass ich die Schwangerschaft abbrechen müsse, weil ich Metastasen in lebenswichtigen Organen bekommen könnte. Abgesehen von den Kontrastmitteln, den MRTs und allen MRTs, denen ich mich weiterhin unterziehen müsste. Außerdem hatte ich ja schon 50 Chemos hinter mir, 2 Metastasen im Körper und war abhängig von Medikamenten, die ich für alles Mögliche einnehmen musste. Um die Thrombozyten zu erhöhen, um Phantomschmerzen zu vermeiden, gegen Depressionen, zum Schlafen, gegen Schmerzen und gegen Erbrechen. Ich hatte starke Nebenwirkungen davon. Mir sind die Nägel ausgefallen, die Zähne waren kurz davor und mein Zahnfleisch blutete. Mein Körper war total entzündet, mein Gesicht voller Pickel, einfach nur furchtbar. Da ich also von so vielen Medikamenten abhängig war, war die Lebenserwartung für mein Baby extrem gering. Beziehungsweise bestand ein hohes Risiko, dass es mit Missbildungen oder schon von Geburt auf krank geboren werden würde. Ich habe das nicht akzeptiert. Also ging ich zu einem anderen Gynäkologen, um zu sehen, ob dieser mir vielleicht etwas anderes sagen würde. Auch er war sehr hart zu mir und sagte mir, dass mein Baby nicht lebensfähig sei. Auf jeden Fall haben 6 Fachärzte den Abbruch der Schwangerschaft angeordnet. Aber ich bat Gott so sehr und habe daran festgehalten. Ich beschloss, mich von allen Ärzten loszusagen und anzufangen, an die Schwangerschaft und das Baby zu glauben.
Mein Körper begann, Entzugserscheinungen zu zeigen von all den Medikamenten, an deren Einnahme ich mich bereits gewöhnt hatte. Während der Entwöhnung und Abstinenz begann ich unter Angstattacken zu leiden. Mich juckte es am ganzen Körper. Es kam zu Krämpfen, Kopfschmerzen, Erbrechen, Schüttelfrost. Ich geriet in einen beunruhigenden psychischen Zustand. Ich halluzinierte und glaubte, mit irgendwelchen Leuten zu sprechen, obwohl ich mit anderen sprach. Ich habe fantasiert, zusammenhanglose Dinge von mir gegeben und unter starken Angstzuständen gelitten. Aber ich habe versucht, stark zu sein, diese Stärke aus mir hervorzuholen, um meinem Körper während der Schwangerschaft keinerlei weitere Medikamente zuzuführen. Als ich von der Schwangerschaft erfuhr, war ich bereits im 4. Monat und eine Woche. Ich weiß gerade nicht genau, wie man das umrechnet, aber jedenfalls war ich schon 4 Monate und eine Woche schwanger und hatte nichts davon geahnt. Ich habe weitergearbeitet und versucht, mein Leben zu leben, Sport zu treiben und andere Dinge zu tun, um die Sucht zu vergessen und mich zu beschäftigen, damit ich sie nicht so stark spüre. 2 Monate später fing ich an, unbeschreiblich zu husten und Blut aus Nase und Mund zu spucken. Zu diesem Zeitpunkt war der Husten voller Blut. Ich konnte mit niemandem ein Gespräch führen, weil ich so stark husten musste. Ich dachte erst, das läge an der Kälte in Bogotá, die mir zusetzte. Eines Tages ging ich dann zum Arzt, weil ich mit sehr starkem Husten aufgewacht bin. Ich habe aus Nase und Mund geblutet und mir taten schon die Rippen vom vielen Husten weh. Ich hatte das Gefühl zu ersticken, mit einem starken Druckgefühl in der Brust. Ich ging also in die Notaufnahme, wo ich untersucht wurde und anschließend erfahren habe, dass ich Metastasen in der Lunge hatte. Meine Lungen waren voller Metastasen. Ich werde dir noch den Befund mit den ganzen Metastasen schicken. Mehrere Tumore hatten sich in der linken Lunge und im Rippenfell verdichtet. Meine Lunge war voll mit Tumoren. Die Schmerzen in den Rippen und den Lungen, das Erstickungsgefühl und das Blut kamen von der Überlastung und dem Gewicht der Lunge. In diesem Moment dachte ich wirklich, es sei mein letzter. Der Arzt diagnostizierte bei mir also einen metastasierenden Krebs in beiden Lungenflügeln im Endstadium und gab mir noch 15 Tage zu leben. Ich bat darum, dass sie das Baby herausholen und ging in eine Klinik. Dort wollten sie sich zwar um die Entbindung kümmern, aber nicht um mich als Onkologiepatientin. Und in der Krebsklinik wiederum wollten sie sich nicht um das Baby kümmern. Mit anderen Worten, ich bin hier in die Entbindungsklinik gegangen, damit sie das Baby herausnehmen, aber auch garantieren können, dass es lebend geboren wird. Sie verweigerten aber, mich als onkologische Patientin zu betreuen. Dann bin ich ins Nationale Krebszentrum gegangen. Dort kümmerten sie sich um mich als Onkologiepatientin, jedoch nicht um mein Baby, weil sie nicht die richtigen Vorrichtungen und Räumlichkeiten dafür hatten. Ich konnte also weder im einen noch im anderen behandelt werden. Es wäre immer nur eine Option möglich gewesen. Also bat ich um Hilfe, um herauszufinden, wo ich wegen beider Ursachen behandelt werden könnte und bin im San Rafael untergekommen. Es gab dort einen Onkologen, einen onkologischen Gynäkologen und einen onkologischen Kinderarzt. Deshalb konnten sie meine beiden Anliegen betreuen. Am 28. April 2016 wurde ich eingewiesen. Die Geburt wurde eingeleitet und am 1. Mai habe ich per Kaiserschnitt entbunden.
Danach hat mich der Onkologe aufgrund meines Zustandes auf die Erwachsenenintensivstation verlegt und das Baby auf die Neugeborenenintensivstation. Das Baby geriet in eine Atemkrise, weil seine kleinen Lungen noch nicht ausgereift waren. Ich konnte aber die Intensivstation für Erwachsene nicht verlassen, weil ich Metastasen hatte. Ich habe weiterhin Blut gehustet. Mit der Intention, meinen Husten zu beruhigen, gab man mir Medikamente, die aber leider die allergischen Reaktionen in meiner Lunge noch verstärkten, wodurch ich noch weniger Luft bekam. Das war sehr belastend. Zufällig kam in diesen Tagen meine Schwiegermutter aus den Vereinigten Staaten, um mir Luz vorzustellen. Als sie durch diese Tür kam, nachdem ich schon 8 Tage auf der Intensivstation verbracht hatte. Wie viel hast du gewogen? Nach der Entbindung wog ich, durch meine ganzen Allergien und meine Lungenentzündung, nur noch 36 Kilo. Wie viel? 36 Kilo. Das Baby wurde mit 1800 Gramm geboren und sein Gewicht fiel auf 1400 Gramm ab, weil sie es sehr früh herausgeholt haben. Es war eine sehr schwere Zeit für mich. Meine Familie kam, um sich von mir zu verabschieden. Als meinen letzten Wunsch habe ich darum gebeten, in der Nähe meines Babys sein zu dürfen. Es zu sehen, zu berühren, zu halten. Deshalb wurde ich von der Intensivstation für Erwachsene genommen und auf ein Zimmer in der Nähe der Neugeborenen-Intensivstation gebracht. Ich konnte mein Zimmer verlassen. Ich bin im Rollstuhl gefahren, um das Baby für ein paar Minuten zu halten. Länger konnte ich nicht, weil ich nicht ausreichend Sauerstoffkapazität hatte und zurück in mein Zimmer musste, um die Sauerstoffmaske wieder aufzusetzen. Als Luz ankam und ich sie sah, so eine schöne und strahlende Frau, hatte ich viele gemischte Gefühle, das ist schwer zu beschreiben. Sie sagte mir, dass das Mineral die letzte Option sei und ich mir doch diese eine Chance geben sollte. Chlordioxid, meinst du? Ja, richtig. Chlordioxid bzw. CDL. Und da ich nichts mehr zu verlieren hatte, war es wie ein letztes Experiment, ein letzter Versuch. Für mich war es damals ein Experiment. Meine Eltern, die bei mir waren, fingen an, es mir mit größter Disziplin zu verabreichen. Also habe ich angefangen, 10 Milliliter CDL in 800 Milliliter Wasser zu mischen und jede Stunde 100 Milliliter von der Mischung einzunehmen, während meine Eltern auf meinen Essensplan geachtet haben. Ich habe zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr gefrühstückt und eine Stunde danach mit der Einnahme des CDL-Protokolls weitergemacht. Nach 8 Tagen, Andreas, habe ich aufgehört zu husten. Wie lang? Schon nach 8 Tagen hörte ich auf zu husten und zu bluten. Die Blutung war schon sehr stark reduziert. Das weiß ich genau, weil ich jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, spucken zu müssen oder Schleim im Hals zu haben, in meine Hand gespuckt habe, um zu gucken, ob das Blut immer noch so dünnflüssig war. Ich war immer noch skeptisch und konnte es nicht so richtig glauben. Am Anfang hatte ich Blutklumpen, ungefähr so groß wie eine Bohne, gespuckt. Sie waren wirklich groß und der Anblick hat bei mir so viel Psychose und Schmerz ausgelöst, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Leben zu Ende ging und mein Licht erlosch. Nach 8 Tagen aber begann ich die Veränderung zu sehen. Ich hörte auf zu husten und konnte endlich wieder besser atmen. Ich war voller Sehnsucht und Glück, wenn ich zu meinem Baby ging, weil ich mehr Zeit dort verbringen konnte als vorher. Was anfangs nur 5 bis 10 Minuten waren, wurde jetzt zu einer, manchmal sogar 2 Stunden, die ich dort sein konnte. Auch die Fähigkeit, normal mit den Leuten zu sprechen und eine längere Unterhaltung zu führen, ohne zu husten und sie dabei mit Blut zu bespucken, das war für mich ein Gefühl, das ich nicht in Worte fassen kann.
una sensación que no se explica con palabras, que no me cabe en el, pecho con un sentimiento de decirlo. Ich war Gott so dankbar für diese Gelegenheit. Und auch ich habe meine Opfer gebracht. Ich habe Gott auf spirituelle Weise etwas gegeben, was mich Mühe gekostet hat. Nichts Materielles, sondern ein echtes Opfer, was darin bestand, um Vergebung zu bitten und den Menschen zu vergeben, die mich verletzt hatten, die mich in einem so schweren Moment verlassen hatten, als ich sie gebraucht hätte. Ich habe mir vorgenommen, meinem Ex-Mann nichts mehr vorzuwerfen, sondern ihm zu vergeben und ihn zu lieben. Mittlerweile haben wir eine sehr gute Kommunikation. Ich habe ihn gern und wünsche ihm das Beste. Gott segne ihn. Und ich bin dankbar dafür, dass Luz in diesem Moment aufgetaucht ist und mir CDL gebracht hat. Und meine Ex-Schwiegermutter liebe ich, weil sie es auf sich genommen hat, von so weit her zu kommen, um mir CDL, Chlordioxid, anzubieten, damit ich eine weitere Chance bekomme und daran glaube, dass es noch andere Alternativen gibt. Und ich sage dir etwas, Andreas. Der Fakt, dass ich nach 52 Chemotherapien und all dem, was die Leute mir gesagt haben, was ich ausprobieren soll, eine Metastase bekommen habe und so nah am Abgrund stand, das bedeutet nur, dass mir all das nichts gebracht hat. Aber heutzutage geht es mir viel besser und das mit nur einer Flasche CDL. Als mein Baby 6 Monate alt war, habe ich angefangen, ihm auch kleine Dosen davon in Fläschchen zu verabreichen, weil ich wusste, dass mein Sohn aufgrund der Zellen, die in der Schwangerschaft vorhanden waren, ein hochgradiges Risiko für Krebs in sich trug. Und erst vor kurzem habe ich mich in einem Kindergarten mit Pneumokokken angesteckt. Ich habe nämlich für eine Kindereinrichtung hier in Kolumbien gearbeitet. Also habe ich wieder CDL eingenommen, weil ich schon dachte, ich hätte wieder eine Metastase. Aber zum Glück nicht. Es hat auch meine Pneumokokkeninfektion der Atemwege innerhalb weniger Tage beseitigt. Wenn meine Kinder aufgrund des Wetters oder einer Grippe oder ähnlichem eine schlechte Luft bekommen, gebe ich ihnen immer eine kleine Dosis von 10 Millilitern in 200 Milliliter Wasser in dem Verdampfer, den wir Frauen für unsere Haut verwenden. Das löst die Verengung und hilft ihnen, mehr Sauerstoff aufzunehmen. Ich trainiere, ich bin Sportlerin, ich führe ein normales Leben. Und ich habe nichts außer CDL eingenommen. Ich bin dir so dankbar. Vor 1,5 Monaten habe ich meine Prothese bekommen. Und die Ärzte waren skeptisch, als sie die Diagnose und die Krankengeschichte sahen. In der Klinik, in der ich meinen Sohn bekommen habe, wurde ich sogar schon als tot deklariert. Ich musste hier erst einmal zum Meldeamt gehen und Bescheid sagen, dass ich noch am Leben bin, dass ich nicht tot bin, wie das Krankenhaus sagt, damit sie mir meine Krankenakte aushändigen, obwohl ich bereits als tot verzeichnet war. Als die Ärzte mir sagten, dass ich noch 15 Tage zum Leben hatte, wurde ich im Krankenhaus direkt als tot registriert. Ist nicht wahr. Ich musste tatsächlich hingehen und mich für lebendig erklären und sagen, dass ich dort bin, um mich anzumelden und zu bescheinigen, dass ich lebe, damit ich meine Krankenakte anfordern und den Nachweis erbringen konnte, dass mein Sohn unter diesen speziellen Umständen geboren wurde. Nur so konnte ich die Prothese beantragen. Die Ärzte glauben den medizinischen Befunden bis heute nicht. Sie schauen sie sich immer noch an und können es nicht glauben. Sie schickten mich zu weiteren Tests. Bei diesen Tests habe ich wieder allergisch auf Kontrastmittel und so weiter reagiert. Mir sind wieder die Nägel abgefallen und sind schwarz geworden. Es war aus reiner Laune der Ärzte, diese ganzen Tests zu machen, um mir eine Prothese zu geben. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen damals und heute. Vorher waren meine Lungen voller Tumore. Das war eine verdichtete Masse in der linken Lunge, die schon durch das Rippenfell und alles durchgedrungen war. Und heute gibt es da nur noch 5 winzige Tumore und selbst die sind versteinert, also quasi tot. Und in der verdichteten Masse hier ist nur noch einer übrig, der aber auch schon stark reduziert ist und unter der Brust liegt.
Jetzt sehe ich 5, nur 5, nachdem da vorher Tausende waren. Ich kann es immer noch nicht glauben, es ist einfach unfassbar. Ich schaue mir immer wieder die Untersuchungsergebnisse an und vergleiche sie. Die bewahre ich auf. Ich bewahre sie aber nicht auf, um mich selbst zu geißeln, um zu sehen, wie schwer ich es hatte, sondern um stolz darauf zu sein, dass ich in der Lage war, diesen ganzen Prozess zu ertragen und dem standzuhalten. Ich habe noch das erste Röntgenbild mit dem ursprünglichen Tumor. Und wenn ich die Aufnahmen miteinander vergleiche, dann ist das einfach wie ein Sechser im Lotto. Ich habe das Gefühl, dass mir da oben im Himmel auch jemand mitgeholfen hat. Und abgesehen von dem Spirituellen, auch auf menschlicher Ebene. Einfach nur Danke. 100.000 Dank. Denn nur dank dir bin ich heute noch hier. Gracias a ti, yo estoy aquí. Meine Nachricht an die Leute ist, dass sie daran glauben sollen, dass es sehr wohl noch Lösungen gibt. Ich habe mir andere Zeugnisse angesehen, bevor ich damit angefangen habe. Vorher sagen sich viele, keine Krankheit und kein Leiden ist so groß wie meins. Aber ich habe mittlerweile Erfahrungsberichte von Leuten, denen ich CDL gebracht habe und die es dann einnahmen, dass deren Tumor verschwunden ist, als ihr OP-Termin gekommen war. Diese Leute habe ich eingeladen, die gute Nachricht zu verbreiten, dass es Alternativen gibt, dass es eine Lösung und andere Möglichkeiten gibt. Das muss weitererzählt werden, damit andere Menschen die gleiche Chance bekommen wie ich. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, denn ich habe nun wahrlich schon viele Erfahrungsberichte gehört, aber noch keinen wie deinen.